Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem nächsten Teil, zur XCOM. Ja, was tun wir in diesem Teil? Wir sollen hier nach Angabe des Lagezentrums unser... Was ist jetzt hier? Jetzt steht das gar nicht mehr hier. Irgendwie sollten wir ja den Firestorm bauen und dieses Aufseher-UFO vom Himmel fegen bzw. runterpusten. Ereignisliste anzeigen. In einem Tag ist der Firestorm fertig, in 10 Tagen der Ratsbericht. Ja, in der Kaserne war ich soweit drin, habe die Soldaten bzw. das nächste Team schon eingekleidet für einen eventuell anstehenden Einsatz, dass wir da gleich starten können und dass das nicht mehr so lange dauert. So, ansonsten, ja, ein bisschen Patte haben wir im Moment auf der Leiste und ja, wir können dann gleich, denke ich mal, in den Scan-Modus gehen, weil in einem Tag bekommen wir unser Firestorm. Und das wird er auch wahrscheinlich sein jetzt, ja. Sieht absolut genial aus. Okay, Firestorm-Projekt abgeschlossen, Firestorm-Herstellung abgeschlossen. Also da steht's auch, oh, da gab es sogar einen Werkstattrabatt. 12 Credits zurück, 2 Legierungen und ein Illyrium. Gut, was können wir als wir neues Projekt machen? Geleistet, aber ich muss sagen, mein Team und ich sind auf unsere Arbeit am Firestorm besonders stolz. 28 Ingenieure haben wir. Wenn wir eine Einrichtung bauen wollen, ihr wisst hier, Satellitenkontrollzentrum, das nächste brauchen wir 30. Das heißt, wir müssen als nächstes, denke ich mal, eine Werkstatt nochmal bauen. Was kostet die uns? 65, 3 Energie, passt das? Das passt soweit. Und dann machen wir jetzt auf jeden Fall mal die Werkstatt, dass die in Bau geht. Energiemäßig müsste ich auch mal gucken, dass ich da vielleicht hier unten nochmal in den Dampf dran komme. Da müssten wir hier einen Fahrstuhl hinbauen. Oh, 50 Credits, 2 Energie. Das geht gerade noch hin. Und wenn wir das abgeschlossen haben, kommen wir hier in den Dampf. Und dann können wir ein Erdwärmekraftwerk hinbauen. Versuchen wir hier eine Kombination hinzubekommen. Und dann ja, kriegen wir nochmal einen Bonus. Das werden wir dann auf jeden Fall mal schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Baue, kaufe Gegenstände. Was können wir noch tun? Ich gucke gerade mal. Also, Plasmagewehre haben wir nur 1, Laser, Präzisionsgewehre haben wir 2 im Start, Laser, Streulaser, schwerer Laser. Ich bin gerade am Überlegen, weil wir ja ganz halt mit dieser Rüstung da austauschen und so weiter. Der SHIV, das hätte mich natürlich auch mal interessiert. Der kostet 29. Ist eine Kasernenkapazität, wird abgezogen, 5 Ingenieure sind dann erstmal weg. Aber der kostet uns ja eigentlich nur 29 Credits. Also von daher könnten wir uns den ja mal leisten und einfach das Ding mal ausprobieren. Was ist das hier? Was ist das? Die Integration von Alien-Legierung in das Basisdesign. Er gibt eine schnellere, robustere Plattform. Das kostet uns schon 50. Und Hoover... 85, da schwebt das Ding. Auch nicht schlecht. Ah, Firestorm hier kostet jetzt 171. Hier könnten wir uns auch schon wieder einen leisten. Einen haben wir ja. Oh, Verfolgung. Da könnten wir auf jeden Fall mal eins herstellen. Das machen wir jetzt mal als erstes. So, und dann natürlich 85, 50. Wir könnten ja mal einfach... Wir bauen den Legions-SHIV mal. Den bauen wir jetzt mal. Damit wir mal sehen, was das Ding kann. Da haben wir noch 154 Credits. Die halten wir uns mal ein bisschen auf der Stange. Dass wenn noch was kommen sollte, dass wir ein bisschen Patte haben. So, fangen wir mal weiter an zu scannen. Entführung gemeldet. Da haben wir es doch schon. Schauplätze anzeigen.
Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. Also, es gibt hier einen neuen Rekrut-Unterstützung. Ja, gut, Unterstützer haben wir schon einige. Das wäre einmal in Russland. Ägypten würden wir 4 Ingenieure bekommen. Das würde natürlich sehr gut passen auch. Und Panik in Mexiko. 200 Credits. Was sagt Ägypten? Sehr schwer. Hier schwer. Sehr schwer. Also wir gehen nach Ägypten, Leute. Ich möchte gerne die Ingenieure haben. Das würde uns dann nochmal ein Stück weit weiterbringen. So. Wen haben wir hier am Start? Also das passt schon mal. Kuchenface bleibt auf jeden Fall dabei. Der kommt raus. Geh mal. Skystorm kommt raus. Medanian kommt raus. Dark Chris LPS müssten wir mal schauen. Und Yashi Games ist raus. So. Ich gucke gerade auf meine Liste. So, der nächste, der mitkommt, ist Medanian. Ihr seht, ich habe soweit ausgerüstet. Hier muss ich gerade mal reingucken. Ja, Brogamer ist noch verletzt, also nehme ich dann Dark Chris mit für den Einsatz als nächstes. Six Core als schwere Einheit. Dann als nächstes Falling Gamepad. Und als letztes unser guter Timson. Wo ist er? Hier. Als Sturmeinheit. So, ihr seht's, wir haben dabei 2 Unterstützer, einmal Schwert, zweimal Sturm und ein Scharfschütze. Los geht's. Ein sehr schwerer Einsatz, ich bin gespannt. Wir setzen sie auf ägyptischem Gebiet ab. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Gut, Operation Verlorener Schild. Einsatzziele erkunden Sie den Entführungsschauplatz und identifizieren Sie Gegner. Schalten Sie alle gegnerischen Aliens aus. Robotische Einheiten sind immun gegen Panik, können aber nicht ausgebildet werden. Das ist unser Tipp des Tages. Das bezieht sich dann wahrscheinlich auch zunächst jetzt erstmal auf unseren SHIV. So, und jetzt sind wir in Ägypten unterwegs, Leute. Ich bin gespannt. Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. So, ihr seht es. Wir haben hier gar nicht viel am Start, was wir sehen. Und da werden wir jetzt loslegen. Egal, wir müssen ja irgendwie da durch. Ich wechsle erstmal hier auf Pistole. Und dann mache ich hier unseren Feldposten drauf. So, unsere schwere Einheit. Da kommen sie. Ach du Scheiße. Na gut, sehr schwerer Einsatz, das wussten wir ja. Komm. Jawohl. Das sieht doch schon ganz gut aus, ne? 3 im Abzug. Wunderbar. Okay. Können wir hier schießen? Ja, Rakete geht natürlich gar nichts mehr. Deckungsfeuer. 57. Was haben wir noch? 23, 43. Also, gehen wir erstmal auf den 57er. Los geht's. Oh, oh. Und der ging ja voll vorbei. Medanian. Okay, ich bringe die erstmal in Sicherheit hier. Oh, da habe ich auch noch Sicht. Probieren wir natürlich. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Das war absolut genial, ey. Absolut genial. So, jetzt haben wir noch. Was haben wir jetzt hier? Ich will erstmal hier gucken. Kuchenface, Unterstützer. Kommen wir ja hier hinter die volle Deckung. Da kriegen wir auch noch einen rein. Mit dem Plasmagewehr. Vielleicht treffen wir ja. Jawohl. 6 im Abzug. Er kommt jetzt ein Stück näher. Der gute Kerl. So.
Das heißt natürlich für uns, für unsere Sturmeinheiten, dass wir den jetzt irgendwie plätten müssen. Hierhin. Auf geht's. 150. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen werden. Der war auf jeden Fall okay. Der Schuss. Na gut, der kann ja ruhig ein Stück näher kommen, solange wir ihn jetzt umlegen. Wenn wir jetzt nicht umlegen, haben wir ein Problem. Geht zum Angriff über. Dann haben wir ein Problem. Ein richtiges Problem. Wo stelle ich mich jetzt am besten hin, ey? Jetzt bin ich ja in dem Schussfeld von dem anderen. So, 130. Jawohl, das hat funktioniert. Das war Risiko, aber es hat sich gelohnt. Okay, wir haben den Blatt. Ich bin gespannt, was der jetzt macht. Oh, oh. Okay, das sieht aus, als hätte er vorbeigeschossen. Das bleibt auch so. Wunderbar. Okay, da können wir hier auf unseren Scharfschütze wechseln aufs Gewehr. Und der kriegt jetzt einen schönen Blattschuss. So muss das laufen. Und gar nicht anders. So. Ja, durch die Häuser. Ich will das Team eigentlich eher so ein bisschen zusammenlassen mal wieder. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich hier hinten irgendwo noch eine Sicht bekomme. Gut. Hier müssen wir natürlich erstmal aus der Mitte raus. Feldposten drauf. Erstmal neu platzieren und neu ordnen. Das ist jetzt erstmal wichtig. Da haben wir nachgeladen. So, hier. Ja, so weit vor will ich noch gar nicht. Ich will mal ein bisschen Zeit lassen, auf jeden Fall. Setze ich direkt hier hinten dran. Ne, nicht nachladen. Feldposten. So, das passt. Irgendwas ist da unterwegs. Also hier haben wir noch genug Schuss drin. Da mache ich meinen Feldposten drauf, dass der schön Deckung geben kann. Hätten natürlich auch einen Bewegungsscanner einsetzen können. Jetzt müssen wir hier ein bisschen ausspähen. Ich wage mal einen Schritt vor. Feldposten, so. Ich weiß, ich bin wieder übervorsichtig. Aber das geht nicht anders. Ich habe keinen Bock, hier einen zu verlieren. Das hört sich an wie so eine Disc. Ich glaube, so hören die sich an, von dem Geräusch her. Wie weit kriegen wir die jetzt raus? Ja, schmeißen wir mal eine davor. Taste ab. Oh, das sieht aus, als käme von da hinten was. Oh, da muss ich aufpassen, nicht, dass die mich umlaufen und plötzlich hinter mir stehen. Na gut. So, dann muss ich jetzt gucken, dass ich da gleich mal meinen Scharfschütze hier weghole. Beziehungsweise, der steht ja schon eigentlich ganz gut. Aber wenn die natürlich hier kommen, natürlich auch geliefert. Ja, der steht eigentlich auch ganz gut. Eine Runde warte ich noch und dann wagen wir uns vor. Es ist auf jeden Fall Bewegung da. So, den Scharfschütze ziehen wir jetzt hier hin und den Danian ziehen wir jetzt irgendwie hier mal hin. Okay. So, ein Scharfschütze.
Auf Pistole und Feldposten. Das ist irgendwie eine Scheiße hier. Gefällt mir gar nicht so. Ist alles ziemlich offen. Scheiße. Die sind in der Bude. Ach du Kacke, ey. Wir stehen hier direkt neben dran. Da ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Kriege ich den da weg? So, hier machen wir mal eine Runde nachladen. Bin bereit. So, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Sie flankieren meine Position. Oh, fuck, ey. Okay. Schade. Okay, aber da haben wir da hinten wenigstens aufgeschossen. Da haben wir da einen Blick da hinten rum. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier was machen können. 49-10, das probieren wir auf jeden Fall. Ne, scheiße. Verdammt, Feind lebt noch. Welche Möglichkeit haben wir da? Keine Sicht auf den Gegner. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ey, da sind zwei drin. Aber ich müsste das mit den Sturmeinheiten probieren. Da wird mir nichts anderes übrig bleiben. Gehe zum Angriff über. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich hoffe, dass der andere keinen Feldposten drauf hat. Dann bin ich geliefert. Da renne ich da voll rein jetzt. Das müssen wir riskieren. Scheiße, ich hab's gewusst, ey. Ach du Scheiße, das ging voll daneben. Hab ich eine Sonne, ey. Jetzt mach den weg. So. Jetzt haben wir noch Sicht auf den anderen. Jetzt brauche ich meine nächste Sturmeinheit. Wo ist der? Wo habe ich den stehen? Hier. So, Junge. Gib alles. Wo stand der? Der stand hier, ne? Hoffe ich doch. Dass wir nah genug dran sind. So, genau, Junge. Guck in meine Mündung. Ach du Scheiße. Das ging ja voll in die Boxe. Jetzt müssen wir hier gucken. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da reinkommen. Face. Face kann bis hierhin vorrücken. Schuss. 52-10. Bitte treff. Oh nein. Negativschaden. Oh oh. Oh, 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 das sieht scheiße aus. Wer kann hier noch was machen? Ich glaube, das war's, ey. Ich könnte hier, aber da komme ich... Nee. Das war es. Scheiße, ey, und ich stehe da direkt dran, ey. Oh mein Gott, ey. Hoffentlich haut er mir jetzt keinen derben Schaden rein. 7, ey. Scheiße.